Übermorgen endet in Frankfurt die internationale Automobilausstellung IAA. Früher, wissen Sie, ein Hochamt für jeden echten Deutschen. Heute Schauplatz eines gnadenlosen Kulturkampfs gegen das Auto. Ja, da in Frankfurt wurde, ich muss es so sagen, offene Kritik an Autoindustrie und Verbrennungsmotor geübt. Schlimm, schlimm. Wenn wir so weitermachen, prophezei ich, wenn wir so weitermachen, dann stirbt die deutscheste aller Erfindungen, das Auto, bald den Märtyrertod, meine Damen und Herren. Ja, ja. Es muss auch mal wehtun, ja. Das war heftig da in Frankfurt und einige Demobilder waren für mich regelrecht verstörend. Draußen also die Forderung nach einer neuen Verkehrspolitik und einer Beschneidung der Macht der Autokonzerne. Geil, Doppelauspuff. Ja. Und ich verstehe die Wut der Demonstranten. Ich verstehe die Wut wirklich, aber es tut sich doch was. Auf der IAA zeigen sie zum Beispiel der Frau Merkel nur noch die Stände mit den geilsten E-Autos. Und sie ist voll begeistert. Also im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Dass auch dieses Segment eine nachhaltige und gute Zukunft hat, Vision EQS. Ja, sieht nach Zukunft aus. Sieht nach Zukunft aus. Ein Satz, den man über Angela Merkel immer seltener hört, meine Damen und Herren. Ja. Vor zig Jahren. Was? Politisch. Sie wird doch bald aufhören. Ja. Kommen wir kurz zu den Fakten. Vor zig Jahren, vor vielen Jahren, hätte die Autoindustrie konsequent in alternative Antriebsformen investieren müssen und der Staat natürlich in den ÖPNV. Heute gibt es keine schnellen Lösungen. Ich sag mal, in einem Land mit 11 Millionen Pendlern den Verbrenner übermorgen verbieten zu wollen, ist mindestens naiv. Wie will man denn das Auto auf die Schnelle ersetzen? Mit innovativer Technik. Die Mobilität der Zukunft hat bereits begonnen. Fantastisch. Brauche ich. Das Ding kann er mit meiner Frau sonntags die Fahrradtour machen. Fantastisch. Ja. Und es ist ja völlig okay. Es ist völlig okay, dass viele Deutsche ihr Auto lieben. Warum denn nicht? Natürlich, das sind Gefühle, da kann er was dafür. Problematisch ist nur, wie breit sich die Teile inzwischen machen, vor allem in unseren Städten. In Berlin, überlegen Sie mal, gehen 19% der öffentlichen Verkehrsfläche allein für Parkplätze drauf. 19%. Oder anderes Beispiel, in München haben sie die Parkgebühren seit 2004 gar nicht mehr erhöht. Im selben Zeitraum ist aber der ÖPNV bis zu 60% teurer geworden. Na klar, nehmen viele dann lieber das Auto. Obwohl hier gerade ein anderes Auto abgeschleppt wird, parken schon wieder die Nächsten hier falsch. Fahrräder und U-Bahn, Bus fahren wir nicht. Warum denn nicht? Es ist für uns unangenehm. Ich finde, wenn einer echte Argumente hat, dann ist es okay, oder? Dann ist es okay. Und ich sage Ihnen, wenn wir unsere Innenstädte wirklich vom Auto zurückerobern wollen, dann muss Parken teurer werden. Ein Anwohnerausweis kostet zum Beispiel in Amsterdam 535 und in Stockholm sogar 827 Euro pro Jahr. In Berlin sind es 20,40 Euro für 2 Jahre. Ja? Ja, und man könnte mehr für Fahrräder machen, so wie in Utrecht. Während es bei uns für Radfahrer jeden Tag heißt Nightmare on Helm Street, haben die da drüben eigene Fahrradparkhäuser. Deshalb steckt Utrecht jährlich 130 Euro pro Kopf in die Infrastruktur für den Radverkehr. Zum Vergleich, in Berlin sind es 4,70 Euro. Wahnsinn, 4,70 Euro. Dafür kriegst du in Berlin 3 Döner. In Utrecht beheizen die im Winter Fahrradbrücken, damit sich keiner auf die Fresse legt. Und was haben wir? CDU-Politiker, die Knöllchen an Radler verteilen wollen. Er will, dass Fahrradfahrer genau wie Autofahrer Parkscheine ziehen müssen. Wenn wir eine Gleichbehandlung der Verkehrsteilnehmer wollen, dann kann es nicht sein, dass der eine oder andere nur gepimpert wird und der andere ist alles schuld. Eben. Das wäre übrigens auch ein gutes Wahlplakat. CDU, wir pimpern alle. Ja. Wenn es so wäre. Ja. Wenn es mal so wäre. Ja. Ich sag mal, wenn mal alle gleich gepimpert würden. Autofahren wird bei uns jedes Jahr mit 88 Milliarden Euro subventioniert. 88 Milliarden. Fahrradverkehr meines Wissens nicht. Na, andererseits, ich behaupte, die allermeisten Deutschen haben doch verstanden, dass sich bei uns im Land im Verkehr ja wirklich was ändern muss.
Ich baller jeden Morgen mit 600 PS in die Innenstadt, das mache ich auch weiterhin. Und jetzt sogar erst recht. So. Ja. Ja, das sind gerade die Extreme in der Diskussion. Die einen wollen weiter mit 600 PS in ihr Nagelstudio ballern, wie Blondie gerade. Die anderen wollen am liebsten nächste Woche alle SUVs in Deutschland verbieten. Ja, wenn das so weitergeht, sind dicke Karren schon bald gesellschaftlich so geächtet, dass sie in freier Wildbahn gar nicht mehr vorkommen. Ja, dann müssen die Perversen, die trotzdem noch auf SUVs stehen, in so zwielichtige Garagen gehen, wo sie dann für einen Huni 10 Minuten lang ihre kranken autoerotischen Fantasien ausleben dürfen. Ja, zu viel Sex in der Show heute. Ja. Es polarisiert, der Streit ums Auto geht weiter. Und vor allem die sehr aufgeregte Diskussion um den SUV reißt einfach nicht ab. Aber das klären wir jetzt, Freunde, vor Gericht! Herzlich willkommen am Landgericht Köln-Mülheim. Angeklagt ist das sogenannte Sport Utility Vehicle, kurz SUV. Ruhe bitte. Das Schlussplädoyer für die Verteidigung hält Albrecht Humboldt. Danke. Frage, worüber reden wir hier? Was ist denn eigentlich ein SUV? Hä? Hier, bei uns gelten Witzkisten wie der Opel Mokka oder der Dacia Duster als Geländefahrzeug. Höher gelegte Bobbycars. Lächerlich. SUV beginnt für mich, wenn ich auf der Landstraße einfach durch den Hirsch durchfahre, ohne was zu merken. Wie durch Butter. Echte SUVs sind direkte Nachfahren des Spähpanzers, mit dem unsere Großväter damals die Abkürzung durch Holland genommen haben. Und eine Welt ohne SUVs möchte ich mir keine Sekunde vorstellen. Allein die deutsche Rap-Szene könnte morgen dicht machen. Rapper brauchen die im Alltag ständig. Wenn ich jetzt einen Großeinkauf habe oder was weiß ich, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt das alles auf meinen Rücken packen? Ist ja so eine Sache, da hilft so ein SUV sehr viel. Für so einen Einkauf und so. Ich meine, keine Ahnung, die Autos gibt es schon seit tausenden von Jahren. Natürlich! Es gibt sogar Stiche, die zeigen, wie Hannibal mit seinem Land Rover über die Alpen kachelt. SUV. Diese Abkürzung steht für Sicherheit und Fun. Die Überlebenschancen bei einem Unfall sind in einem SUV 7-mal höher. Also jetzt für den, der drin sitzt, nicht für wie heißen die noch? Fußgänger. Genau. Absolute Alibi-Diskussion. Wenn überhaupt, müssen wir über zu viele Autos sprechen. Ja, es gibt bei uns zu viele Autos, weil die leider zu preiswert sind und sich zu viele Menschen eins leisten können. Da lobe ich mir den SUV von Bentley. Und da gibt's tolle Angebote, aber so in der Größenordnung bei 160.000 Euro ist Ende. Das heißt, wer ein wirkliches Top-Automobil haben möchte in dem Segment, der kann bislang nur maximal 160.000 Euro ausgeben. Genau dieses Problem lösen wir jetzt. Danke! Danke! Endlich jemand, der Probleme löst. Aber mein finales Argument, jedes Land hat die Autos, die es verdient. Seit 1990 sind unsere im Schnitt um 12 cm breiter geworden. Autos werden also vom Design immer hässlicher und gleichzeitig immer fetter. Und damit, meine Damen und Herren, sind Sie ein perfekter Spiegel der deutschen Gesellschaft. Vielen Dank. Danke. Ja. Bei mir geht schnell Oliver Welke für die Anklage. Meine Damen und Herren, Herr Kollege, in Deutschland gibt es laut Kraftfahrtbundesamt 3,1 Millionen zugelassene SUV, aber komischerweise nur 15.000 Förster. Das heißt, für 3.085.000 SUVs gibt es eigentlich keine Entschuldigung, auch nicht für meinen. Die Sitzung ist geschlossen. Guten Abend!
Hans D. schreibt über die Heute-Show, ihr seid die richtigen Linkswichser, besonders Welke die Stradivari unter den Arschgeigen bei euch. Smileys, Freudentränen, 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 Kuss mit Herz. Vielen Dank für Ihr freundliches Feedback. Für ein exklusives Geigensolo von Oliver Welke abonnieren Sie den Kanal.